Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 23, Beschlussfassung über die Vertrauenserklärung für die Landesregierung. Gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Verfassung des Landes Hessen kann die Landesregierung ihre Geschäfte erst übernehmen, nachdem ihr der Landtag durch besonderen Beschluss das Vertrauen ausgesprochen hat. Dies beantragen die Fraktionen der CDU und der SPD mit der Drucksache 21/24. Nach § 7 Absatz 2 der Geschäftsordnung erfolgt die Abstimmung über den besonderen Schluss nach Artikel 101 Absatz 4 der Verfassung des Landes Hessen per Handzeichen. Wer nun diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, SPD. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen, AfD und der Freien Demokraten und der fraktionslose Abgeordnete. Ich stelle damit fest, dass der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD, Bündnis 90 Die Grünen, der Freien Demokraten und des fraktionslosen Abgeordneten angenommen wurde. Nachdem der Hessische Landtag der Landesregierung das Vertrauen ausgesprochen hat, kann die Landesregierung nunmehr ihre Geschäfte aufnehmen. Ich wünsche ihr dafür alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand. Willkommen.